360 Football hier mit einem Video zum Thema Ernährung mit unserem Ernährungsexperten von 360 Football Supplements. Er kreiert unsere Produkte, ja, und setzt auch die Inhaltsstoffe dort zusammen und unterstützt uns auch in allen Bereichen zum Thema Ernährung. Ready. Also, Q&A, wir kommen direkt zum Punkt und mit der ersten Frage, ja, die Frage aller Fragen: Was vor dem Spiel essen? Also vor dem Spiel, ich hole ein bisschen aus. Es wurde letztes Jahr von der UEFA wurde ein Paper veröffentlicht, wo sie so quasi Angaben, was Ernährung anbelangt bei Spitzenspielern, also in der UEFA registrierte Spieler, was die so zu sich nehmen sollten, um ihre Spielqualität, um ihre Energie zu optimieren. Und anhand von diesen würde ich dann so die Empfehlungen geben. Was dort sehr wichtig behandelt wurde, wurde die Kohlenhydratmenge thematisiert. Dort ist wichtig, dass du vor dem Spiel so um 1 Gramm bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also bei einem 80-Kilo-Spieler oder 75, sagen wir 80-Kilo-Spieler, zwischen 80 und 240 Gramm Kohlenhydrate, obwohl 240 etwas viel ist, zu dir nehmen sollst, weil die Kohlenhydrate einfach der Hauptenergieträger sind. Was für Kohlenhydrate? Da bieten sich sicher Nudeln an oder weißer Reis oder Kartoffeln. Ich würde da weniger auf Vollkornprodukte zurückgreifen, weil die einfach schwerer verdaulich sind. Okay, spannend, ja. Genau. Und vom Timing her ist dort einfach auch wichtig, dass es nicht zu nah am Spiel ist. Also ich würde, man sagt ja immer so 3 Stunden, ich würde fast ein wenig zurückgehen bis 4-5 Stunden vorher. Gerade wenn die Mengen ein bisschen größer sind. Und dann, ja klar, Eiweiß ist noch wichtig. Da würde ich einfach so eine moderate Menge nehmen, wie man quasi in jeder Mahlzeit zu sich nehmen sollte. Also vielleicht 40 Gramm. Bei Veganen vielleicht 50 Gramm, weil dort die Qualität des Proteins meistens nicht so gut ist. Und ja, Fette relativ tief behalten, weil die Verdauung so ein bisschen hinunterbringen. Ja. Also, okay. Ja, genau, vielleicht noch ein bisschen Gemüse dazu, auch nicht in großen Mengen, weil es auch schwer verdaulich ist. Also zum Beispiel ein Teller Pasta mit Tomatensauce und ein wenig Hack oder veganem Hack für welche sich pflanzlich ernähren, das wäre sicher sinnvoll. Top, ja. Top. Ja, da hast du sicher schon mal gute Infos geliefert. Dann die zweite Frage, die kommt natürlich auch sehr oft, was nach dem Spiel zu essen ist. Schon öfters gesagt, aber nochmals für alle. Genau. Ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das sage ich sehr gerne, weil es kommt eigentlich aufs Gleiche drauf an. Weil tendenziell, wenn du wirklich hoch raus spielst, hast du am nächsten Tag wieder Training, müsstest du wieder fit sein. Oder wenn du kein Training hast, möchtest du möglichst schnell wieder regenerieren, weil du vielleicht am übernächsten Tag schon wieder Gas geben musst und wieder zeigen willst, dass du der Beste bist. Das heißt, wieder Kohlenhydrate in großen Mengen, wirklich in sehr großen Mengen. Da würde ich höher gehen wie vor dem Spiel, eher an die 240 Gramm Grenze, also wieder 1 Gramm bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber dort eher an die höhere Range, weil du im Spiel einfach so viel Energie brauchst und die Kohlenhydrate da gebraucht werden. Dann Eiweiß vielleicht auch ein wenig höher, weil du deine Muskeln versorgen musst. Die wurden gebraucht im Spiel, die sind in einem Status, wo sie eher abgebaut werden, wenn du dem Körper nichts zuführst. Und die Fette kannst du ja dann auch ein bisschen höher behalten, weil die gut sind, um zu regenerieren und deine Verdauung ja ein bisschen durch die Fette auch verlangsamt werden kann nach dem Spiel, weil du dann nicht wieder voll Gas geben musst. Dort kannst du dann auch Vitamine in Form von Gemüse zu dir nehmen. Was auch oft noch gut ist nach dem Spiel, ist so ein bisschen schnell verdauende... direkt nach dem Spiel, so. Genau, direkt nach dem Spiel. Schnell verdauliche Kohlenhydrate, um schnell dem Körper etwas zu geben, wie eine Banane. Banane kann man auch vor dem Spiel essen, aber auch nach dem Spiel. Oder dann halt ein isotonisches Getränk oder unseren Recover zum Beispiel. Ja, genau, ist schon optimal. Ist genau auf das abgestimmt, genau.
Und dort sind halt auch noch, was man sonst in eher niederen Mengen in den normalen Ernährungen drin hat, so Elektrolyte, wenn man mit dem Schweiß verliert. Und gerade Leute, die viel schwitzen, jetzt im Sommer ist es 30 Grad, da schwitzt du brutal viel, kann es sein, dass du bis zu 2 Liter Wasser verlierst, dass du sicherlich dort die Elektrolyte zuführst, plus dann halt auch viel trinkst. Das wird auch unterschätzt. Viel trinken, eher verteilt, dass du nicht so einen Wasserbauch bekommst. Ja. Genau. Das sehen wir ab und zu im Training. Vor allem bei den Kindern, wenn sie zu viel trinken auf einmal. Okay, sehr schön. Dann auch eine Frage, die öfters kommt und auch sehr relevant ist. Was die Spieler oder Spielerinnen vor dem Training essen sollten, wenn sie wenig Zeit haben. Oder auch vor dem Spiel. Ja, sie waren in der Schule bis 4 Uhr, 5 Uhr, dann direkt zum Training. Was würdest du da empfehlen? Wenn sie so eine Zeitspanne von etwa einer Stunde haben. Ja, genau. Ja, dort ist es wichtig, dass du etwas zu dir nimmst, was du gut verdauen kannst, was dir nicht aufstößt. Das ist sehr individuell. Ich kenne Leute, die können einen Joghurt essen eine halbe Stunde vor dem Sport. Ich würde kotzen, ganz klar, aber andere vertragen es besser. Ich würde trotzdem keinen Joghurt empfehlen, sondern schnelle Kohlenhydrate, zum Beispiel Müsli-Riegel, bieten sich an, weil man die auch einfach gut mitnehmen kann. Mhm. So ein ganzes Meal mitnehmen braucht halt wieder Vorbereitungszeit, ist ein bisschen schwierig. Reiswaffeln sind sicherlich gut. Oder halt auch Kohlenhydrate in Getränkeform. Weil die einfach, da ist zwar Zucker drin, aber das ist ja nicht so, dass du nachher nichts machst, sondern den Zucker kannst du gerade wieder verwerten. Darum Zucker so vor und nach dem Training, kurz vor und nachher, ist sicher sinnvoll. Dann Eiweiß wäre auch wichtig, dort spalten sich ein bisschen die Geister, weil es halt oft schwer verdaulich ist. Darum sind so Aminosäurengetränke sicher eine gute Wahl, finde ich gut. Und sonst, wenn du müde bist, Pre-Game? Pre-Game? Also ich noch. Also, wenn du müde bist, dann brauchst du ein bisschen Koffein, Pre-Game. Wenn du Koffein gut verträgst und trotzdem schlafen kannst, ist es top, auch am Abend. Sonst halt ein bisschen schauen, aber Pre-Game ist halt auf das abgestimmt. Kohlenhydrate, Koffein, Ashwagandha, bist du voll parat. Hast du alles auf einmal. Ja. Sehr schön. Ich schaue gerade, welche Frage auch noch spannend wäre. Ja, wie nehme ich als Fußballer Muskelmasse zu? Ja, auch ein Klassiker. Wir haben auch vielleicht im Kontext viele Spieler, die jetzt noch nicht so muskulös sind, die auch bei uns im Personal Training sind, die aber natürlich haben einen gewissen Alter auch ein bisschen aufbauen müssen, gerade wenn sie in die Aktiven wechseln oder dann, wenn das Niveau einfach noch höher wird für den Zweikampf. Wie würdest du da vorgehen? Auf was würdest du achten? Ja, häufig haben ja Fußball. Ja, vielleicht ich bin eher ein bisschen zu schwer für Fußball, aber ja, er war schon immer eine Maschine, der musste nicht schauen. Ne? Nein, der größte Fehler ist, dass diese, die schon relativ dünn sind, Angst haben zuzunehmen. Das ist wirklich oft, das sehe ich oft so. Aber die haben dann immer das Gefühl, oh scheiße, ich werde dann langsam auf dem Spielfeld oder unbeweglich, aber das kommt nicht so schnell, man baut nicht so. Schön wär's, oder? Ja, schön wär's. Schön wär's. Nein, wichtig ist da sicherlich mal zu schauen, wie viel verbrenne ich etwa über den Tag. Da gibt es Online-Kalorienrechner, das ist wirklich einfach zu bedienen. Wir verlinken jetzt gar nichts, aber das kann man einfach googeln. Und dann mal schauen, eben wie viel verbrenne ich und dann mal schauen, wie viel nehme ich zu mir. Weil oft essen Fußballer viel zu wenig. Und das ist halt auch so, dass das die Leistung beeinträchtigen kann, nicht nur das Gewicht. Weil wenn du zu wenig isst und so viel Sport machst, sagen wir ein ambitionierter junger Spieler, 15, 16, vielleicht schon die 70 Kilo eher ein bisschen, aber er will noch auf die 80, was so empfehlenswert wäre. Und dann sieht er fünfmal oder vielleicht zweimal pro Tag, fünfmal in der Woche Training, einmal Spiel, da kommt er locker auf 3.500 Kalorien und das essen sie meistens nicht. Und dann eben mal schauen, wie viel nehme ich zu mir und dann anpassen. Wichtig ist, dass man, wenn man zunehmen will, mehr essen muss, als man verbraucht. Und vom Überschuss her kann man da an die 200 bis 500 Kalorien drüber gehen, über das, was man verbrennt. Das wäre sicher optimal, weil es ist auch so, als Ausdauersportler, und das sind wir Fußballer, wirst du nicht so schnell Fett aufbauen. Das wird nicht so schnell gehen. Es kommt dir eher entgegen. Und das sage ich auch immer, Spielen in der Vorbereitung, das ist eigentlich die beste Zeit, um ein wenig auf die Ernährung zu achten und alles quasi neben dem Spiel und neben der Technik und neben dem Abschluss, was du dort managen musst und dort ein bisschen mehr zu essen, weil es einfach auch hochintensiv ist, ist sicher sinnvoll, um
auch wirklich explosiver zu werden. Mhm. Es ist, die meisten haben Angst, sie sind weniger explosiv, aber durch das, dass sie mehr essen werden, werden sie explosiver werden. Ja, haben auch viel mehr Energie. Das heißt, ihr hört das auch bei uns im Training immer wieder, kommen die Spieler zu uns, ah, ich kann keine Muskeln zunehmen, ich bleibe immer so. Und dann sagen die, ja, du musst mehr essen, aber sie sagen, ja, ich esse ja schon so viel. Mhm. Und jetzt einfach nochmal, es ist dann klar, einfach immer noch zu wenig. Mhm. Sonst würden sie ja aufbauen. Ja, ja, klar. Das ist ganz klar. Klar. Und eben da vor allem auf Eiweiß und Kohlenhydrate achten. Die Fette sind tendenziell immer genug hoch. Ja. Die sind tendenziell nicht zu tief. Vor allem mit dem, was man heute kaufen kann in den Läden. Sicher schauen, dass man genug Eiweiß, etwa 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nimmt. Und Kohlenhydrate eigentlich möglichst hoch halten. Und dann sollte es schon. Sehr gut, in die richtige sehr wichtig. Richtung gehen. Und könnte auch einen richtigen Unterschied machen. Brutal. Also die Spieler, die jetzt im Zweikampf oder auch Schnelligkeit nicht so schnell sind oder Zweikämpfe verlieren, ja, macht einen riesen Unterschied. Ja, und ich meine, das Problem ist auch, es ist nicht nur im Breitensport so, sondern auch im Spitzensport und nicht nur bei den Junioren, sondern auch oben raus sieht man da Sachen, das kann man eigentlich nicht verantworten, wenn man ein bisschen etwas von Ernährung versteht. Und dem wird einfach noch zu wenig Wert beigegeben. Ja. Sehr gut. Auch schon wieder eine wichtige Frage geklärt. Dann nehmen wir nochmal eine. Und zwar, sind Süßigkeiten ungesund? Da haben auch schon 2-3 Leute gefragt. Deine Meinung? Ja, dort gibt es wieder so einen geilen Spruch, die Menge macht das Gift. Also man kann kein oder fast kein Lebensmittel per se als ungesund bezeichnen. Wir sind alle Menschen und Süßigkeiten sind nun mal geil. Jeder hat das gern oder jeder hat eine gewisse Art von Süßigkeiten gern. Ich würde da einfach raten, dass man das so dann zu sich nimmt, wenn man vorher eine Höchstanstrengung hatte. Wenn man vorher auf dem Platz war und eine anstrengende Trainingssession hatte oder nach dem Spiel. Dort ist es sowieso so, dass dein Körper quasi alles aufsaugt. Mhm. Ja, ich würde es jetzt nicht auf täglicher Basis mit Süßigkeiten probieren, aber schlussendlich gut getimt wirst du das auch gut vertragen können. Also sehe ich kein Problem. Tipptopp. Ja, ich würde mal sagen, das waren schon mal Janis hinter der Kamera. Wie lange läuft es schon? Zeit? 13 Minuten. Ja, ich glaube, da wird die Konzentration von den Zuschauern etwas den Bach runtergehen. Von dem her, kommentiert auch noch weitere Fragen, wenn ihr weitere Fragen habt. Ansonsten sicher unsere Webseite abchecken und unten in der Beschreibung habt ihr alles drin. Und liken, abonnieren. Passt noch? Die Glocke aktivieren. Ah, ja, die Glocke natürlich aktivieren. Und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao.